Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ganz einfach, wie man Title Commands macht, was da alles hintersteckt, wie facettenreich die überhaupt sind und vor allem, wie man daraus auch Animationen machen kann. Also viel Spaß! Fangen wir doch jetzt auch direkt damit an. So, Grundfrage: Woher kriegt man überhaupt solche Titles, wie es da unten gerade steht? Das könnten wir jetzt theoretisch gesehen machen mit Title minus 1. So, nehme ich jetzt mal einen allgemeinen Selektor, damit ihr das besser abtippen könnt. Und ja, das muss ich gerade mal wieder mein Gedächtnis benutzen. Ich meine, es war so: Text Doppelpunkt Hallo Welt, Komma, Color, Doppelpunkt, Green, Komma, Bold, Doppelpunkt, True, True. Ach Mann, das habe ich jetzt heute hier. Und wieder zu. Und dann steht er da. Hallo Welt, das kennt man noch, das weiß ich noch, wie das geht, aber da geht mittlerweile wesentlich mehr. Heutzutage haben wir nämlich nicht nur mehr hier oben Segment, wir haben auch noch einen Subtitle und wir haben eine Action Bar. Das kann man alles dafür benutzen quasi. Also, wo holt man sich ins Command allgemein her, wenn man nur das eine kennt? Natürlich, erste Antwort ist immer aus dem Internet. Also gehen wir jetzt mal ganz naiv ins Internet. So, wenn ich da jetzt eingebe, Minecraft Title, da steht ja sehr viel und auch Title Generator, aber nicht das, was ich suche, weil das, was ich suche, ist die Website Minecraft JSON. Die Seite hat nämlich den Vorteil, dass die mehreres gleichzeitig anbietet. Die bietet einmal Tableau an, das kennt ihr ja schon, das habe ich mal in dem Tutorial zur Joker gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann das mal in der Videobeschreibung sich angucken. Das ist übrigens mein erstes Video. Dann kann das Execute bringen, das ist jetzt nicht so relevant. Title, Subtitle und Action Bar. Die drei sind für uns relevant. So, und zwar kann ich jetzt zum Beispiel mal einen Text hinzufügen. Und zwar: Hallo an die da. Und mache ich jetzt auch mal was ganz einfaches. Hallo Welt nochmal von vorhin. Mache ich das jetzt mal einfach rot. Und das reicht sogar eigentlich schon. Ne, muss ich mir halt kopieren. Und dann gehe ich wieder zurück in Minecraft. Und hier kann ich ihn dann eingeben. Und dann sehen wir hier eine Einblendung mit Hallo Welt. Sieht schon mal ganz schnieke aus. Aber da geht immer noch mehr. Und zwar kann ich dann zum Beispiel hier schreiben: Was geht ab? So, die Farbe mache ich hier zum Beispiel mal. Was wird sich denn zu Rot gut passen? Anschließen. Ne, ich mache ein schönes Gelb. Und jetzt muss ich auf Subtitle gehen. So, und wenn ich das jetzt einfüge, na, passiert nichts. Warum passiert denn da nichts? Ja, weil ich einen Haupttitel dazu eingeben muss. Dann sind die beiden richtig zentriert. Ich muss erst den Sub und dann den Titel. Sonst geht es nicht. Der Sub an sich, der steht nicht. Man kann aber auch zum Beispiel erst den Titel machen und dann den Subtitle. Das geht auch noch. Aber andersherum geht es erst, also der Subtitle funktioniert nur, wenn es auch einen Haupttitel gibt. Das ist so, das ist wichtig, das sollte man im Hintergrund behalten. Weiterhin seht ihr da unten ja schon die ganze Zeit diese nervige Werbung da. Das ist auch ganz einfach. Und so habe ich jetzt einfach nur das gleiche auf der Website wieder gemacht, wie in den restlichen Fällen. Das heißt, hier habe ich einfach Action Bar angeklickt und dann kann ich den Text theoretisch gesehen auch schon mir kopieren, kann wieder in Minecraft reingehen und einfügen, und unten steht es ganz kurz, was geht ab. Genau, so, und wie die Animation geht, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon denken. Und zwar müsst ihr jetzt einfach nur noch mehrere Command-Blöcke nebeneinander rein, wo eben verschiedene Nachrichten sind. Das erkläre ich jetzt nicht, weil das sollte eigentlich jeder wissen, der Minecraft über 5 Minuten lang gespielt hat, wie man Command-Blöcke aneinander reiht. Ja, okay, das wäre es quasi so viel zum Tableau-Command. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst krachen, ciao.